Wie trifft man Entscheidungen, wenn man eine Entscheidung treffen will? Da möchte ich dir was erzählen, was ich in einer Gruppe gemacht habe. In einem Gruppentraining sind wir durch den Wald gegangen und da gab es eine Abzweigung. Und wir haben einfach dieser Gruppe gesagt, wir haben keine Ahnung mehr, wo der Weg hinführt. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin grundsätzlich sowieso sehr orientierungslos. Also hat diese Übung auch richtig gut gepasst. Und wir haben gesagt, die Gruppe soll sich bitte entscheiden, ob wir den linken oder den rechten Weg gehen, damit wir quasi wieder zum Ausgangspunkt kommen. Und die Gruppe hat sich dann beraten und es hat eine Zeit lang gedauert. Und dann hat die Gruppe uns mitgeteilt, wir gehen nach links. Und ich bin mit meiner damaligen Kooperationspartnerin dort gestanden und wir haben dann gesagt, wollt ihr euch nicht einmal entscheiden? Und dann hat wieder einer der Gruppe gesagt, nee, wir haben ja gesagt, wir gehen nach links. Und wir, wenn das jetzt noch so lange dauert, dann werden wir wahrscheinlich da übernachten. Und wieder hat irgendeiner aus der Gruppe gesagt, wir gehen links, hallo, hörst du uns nicht? Und ich habe dann meine Kooperationspartnerin angeschaut und gesagt, das ist ein Wahnsinn. Die entscheiden sich einfach nicht. Ja, und es hat eine Zeit lang gedauert, bis es einer dann gecheckt hat und der ist einfach losgegangen. Und genau das möchte ich dir mitgeben. Eine Entscheidung ist noch lange überhaupt nichts, wenn du nicht den ersten Schritt machst. Weil stell dir mal vor, du möchtest, dass eine neue Waschmaschine deine Wäsche wascht. Wenn du dich dafür entscheidest, eine Waschmaschine zu kaufen, hast du es noch lange nicht, dass die Waschmaschine zu Hause steht. Du musst erst einmal eine Waschmaschine finden und sie bestellen, dann muss sie daheim stehen und dann kann sie waschen. Wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest eine Reise buchen und du kommst aber nicht ins Tun, wirst du diese Reise nicht antreten. Und an dem hapert es meistens, weil die meisten glauben, ich habe mich ja eh dafür entschieden, eine Reise zu buchen. Und dann vergeht der Zeit, da vergeht der Zeit, vergeht der Zeit und du kommst nicht ins Tun. Und deshalb heißt für mich, Entscheidung zu treffen, wirklich den ersten Schritt zu machen. Denk darüber nach, bin gespannt, was du sagst.